Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die wunderschönen Wälder von Medieval Dynasty. Ja, der Winter ist fast vorbei. Ich habe gestern nochmal ziemlich viel gejagt. Hab dann ein paar Schur gemacht, so ungefähr 30 Rehe. Aber das hat sich nicht wirklich hier in den Punkten wiedergeschlagen. Knapp 100 Punkte haben wir gemacht mit 10 Rehen. Das ist nix. Also kommen wir noch nicht voran. Ich habe mir überlegt, ich mache noch mal ein paar, baue jetzt noch mal ein paar Fallen auf. Ich habe hier die Vogelfalle erworben noch. Und dann würde ich sagen, die Sachen, die bauen wir heute 2, 3 von auf. Das sind ja nur 2 Stöcke, 2 Steine. Wir bauen noch mal ein paar Hasenfallen auf. Und dann gucken, wir müssen hier echt mal vorankommen, ne? Ja. Wir haben aber im Jagdwissen Punkte gekriegt. Und jetzt ist die Frage, Steady Hand wollte ich weitermachen, ne? Dass wir besser mit dem Bogen zielen können, ja. Okay. Die sind ja auch alle krank. Genau, wir gucken hier mal nach. Hier. Ich habe uns zum Verkaufen mitgenommen. Die 5 Paar Schuhe. Das Fleisch hier, was ich aus dem Jagen rausgezogen habe. Und die Weidenkörbe habe ich noch gemacht. Weil ernsthaft, um 100 Leder zu kriegen, muss man ja schon mindestens 30, 35 Rehe jagen. Da bist du ja ewig mit beschäftigt. Da wäre ja das ganze Spiel mit zu verbringen, quasi. So, das verkaufen wir jetzt hier. Wie viel kriegen wir denn? 56 nur noch. Boah, ey, wir müssen den Händler-Dings da, den Händler-Skill noch ein bisschen besser pushen. Oh Mann, ey. Das ist auch nicht so viel. Dann haben wir noch die und dann haben wir immer noch nicht genug, glaube ich. Ich glaube, wir haben zu Hause noch unsere 390. Ja, da müssen wir noch irgendwas machen, ne? Ja, ich weiß noch nicht was. Aber wir gucken mal. So. Vielleicht klauen wir auch tatsächlich das letzte Leder. Ja. Jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt erstmal weiter? Ich würde sagen, wir räumen zu Hause noch mal ein bisschen auf. Und warten auf den Dings. Wir gucken mal, warum da noch Holz fehlt. Hauen vielleicht noch ein paar Rundhölzer weg. Und packen die aufs Lager. So, und dann gucken wir mal, wenn der Winter rum ist, was wir wirklich an Steuern bezahlen müssen und was wir noch nachträglich verdienen müssen. Und dann können wir uns ja darum kümmern. Ja, so langsam müssen wir auch zusehen, wie wir regelmäßiges Einkommen generieren, weil so ist ja echt Mist, ne? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da müssen wir uns ein bisschen mehr einfallen lassen. Tatsächlich. So, ist gleich nochmal mein letztes Fleisch mit Soße. Obwohl, naja, lohnt sich das noch, ist die gute Frage, was zu essen, ne? Weil das gute Essen verschwenden, obwohl wir gleich, obwohl gleich finito ist, das ist ja auch Blödsinn, ne? Ja, finde ich schon. Nee, wir essen heute nichts mehr. Nee, wir gehen da ja schlafen und dann haben wir den Winter rum und dann gucken wir im Frühling mal weiter. So, wir haben noch 2 Angelspeere. Wir hätten noch einfache Taschen. Hier eine Steinspitzhacke, die müssen wir gleich nochmal bauen. Ja, weil, obwohl, die geht einfach nicht kaputt, ne? Die schon seit Ewigkeiten auf 30%. Wir haben schon wieder ein paar Schuhe. Hier ist aber sonst nichts Neues dazugekommen, außer tausende hölzerner Teller, die hier echt langsam den ganzen Scheiß zumüllen. Wenn man sich das so mal anguckt, hätten noch ein bisschen Kalkstein, Leder wäre noch da, ja, da könnten wir noch mal theoretisch 5 Paar Schuhe rausmachen, ne?
Das ist echt Wahnsinn. Ich bräuchte 80 Leder für 10 Paar Schuhe. Echt. Ja, hier Pelz hätten wir genug, ne? Vielleicht hätte ich mir ein Rezept mit Pelz holen sollen. Aber da gab es ja auch nicht so viel, ne? Ja, wenn wir hier mal gucken in die Technologie. Hier Näherei. Da ist nicht so viel mit Pelz. Hier Beutel, braucht Leder, Leingewebe. Hier Leinenfaden. Leinenhemd, Leinenhemdhosen, brauchst du auch Leinen, Hosen mit Manschetten, Pelzumhang. Da brauchst du aber auch wieder Leinenfaden. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir den Leinenfaden etwas besser generieren. Ja, hier Schuhe, Leder, Leder kommst du auch nicht, Pelzschuhe, aber da brauchst du auch wieder Leder. Dicke Lederhandschuhe, kleine Tasche, Leder, einfacher kleiner Rucksack, Leder. Sattel brauchen wir noch nicht. Kleine Satteltasche. Ja, also da ist nicht so viel zu kaufen, ne, im Moment. Hier in der Näherei 2 hätten wir aber auch nichts mit. Ja, da ist aber auch nichts mit. Einfach nur Pelz. Das ist schade eigentlich, weil Pelz habe ich im Moment genug, ne? Ja, du kannst jetzt ruhig rumknurren, ist eh gleich Feierabend. So, hier Essen ist ziemlich leer gefegt. Obwohl hier ist noch gebratenes Fleisch. Aber wir wollten mal gucken mit dem Holz. Ne? Warum hat er immer so was? Jetzt hat er gerade gar nichts. Warum? Was ist da wieder los? Aber gar nichts. Ne? Ist doch alles gut hier. Häuser. Hä? Was ist damit? Kein Holz. Ach so, das sind die. Weil wir kein Brennholz haben. Ne? Wir haben kein Brennholz mehr. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder mehr Brennholz machen, ne? Ja. Ist immer irgendwas, ne? Immer irgendwas. Wenn, dann hätten wir das hier mit dem Brennholz, ne? So, dann müssen wir den Stock runter auf 60, damit wir hier hoch auf 40 gehen. Brauchen wir mehr Brennholz, ja. So. Aber der sagt auch gerade, er macht gar kein Holz. Obwohl, ja, ist klar, wir haben es mitten am Abend. Zeit ist vorbei, ne? So, dann könnten wir noch mal ein bisschen Brennholz machen. Haben wir denn Rundhölzer da? Sonst würde ich selber mal eben hingehen, ein paar Rundhölzer weghacken und dann daraus noch mal eben ein bisschen Brennholz machen, damit die Stimmung wieder nach oben geht. Komm, wir machen hier mal 4 Rundhölzer. Und guck mal, wie viel Brennholz wir daraus kriegen. Und die 4 und die eine, den einen Ahorn da. Hier, den hier. Ja. Ja, ganz schön kaputt, ich weiß. So, genau. Macht das vernünftig. Das gibt, kostet nur Kraft hier. So. So und so. Ja, so könnte es immer klappen, ne? Das wäre super. So, hast du mir jetzt, ich wollte gerade sagen, hast du mir meinen Ahorn geklaut hier? Siehst du, der ist auch noch fleißig am Holz hacken, ne? Das kann es ja nicht sein, ne? So, Platz sollten wir dafür haben. Jetzt gehen wir mal eben hier an den Arbeitstisch und machen mal ein Brennholz daraus. Brennholz. Echt? Nur 8 Stück. So, weg damit. Ja. Oh, ich müsste mich mal waschen. Guckt euch mal diese dreckigen Hände an. Das gibt Lack von der Frau. Wenn wir uns da nicht waschen. Nee, nee, dann sagt ihr wieder, du alter Schmutzfink, ey. Ah, guck mal, da haben wir schon 12 Brennholz. Ja. Das lohnt sich doch. Dann kriegen wir noch ein bisschen Brennholz verteilt. Für heute Nacht. Das ist doch gut. Immer 4, ne, ja doch 4 Stück. Das heißt, wir haben gleich 32 Brennhölzer. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann bringen wir die noch schnell weg. Dann gehen wir gut in die Nacht. Ja. Können uns schon mal ein Bad gönnen. So, dann werden wir gleich geportet. Er sah jetzt aber auch nicht viel sauberer aus. So, Brennholz weggepackt.
Wieso habe ich denn jetzt zwei Bögen? Ach, ich hatte noch einen Bogen gemacht, genau. So. Jetzt dürftet ihr nicht mehr meckern, genau. Wollte ich doch meinen, aber wir haben es erst 20 Uhr. Ja, aber was soll ich jetzt noch großartig machen? Ich könnte den Gänsestall noch zu Ende aufbauen. Ja, das macht Sinn. Komm, dann machen wir den noch eben zu Ende. Fertig hier. Da oben steht er, sammeln ein paar Stöcker. Aber wir haben ja noch ein paar Stöcker. Wir holen uns da eben ein bisschen Stroh hier. Sind ja fast da. Und dann nutzen wir den Takt noch gut aus. Den Tag. Dann haben wir das Gänsehaus auch schon mal fertig zur nächsten Saison. Ist ja auch scheißegal, ob das jetzt ein bisschen mehr Steuern kostet oder nicht. Das juckt uns ja jetzt auch nicht mehr. Wir müssen sowieso gucken, wie wir die ganze Scheiße zusammenkriegen. Ja, da fehlen locker noch 400-500 Münzen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber werden wir morgen sehen. Entschuldigung. Aber Kratzemalz, ey. Boah. Voll trocken. Weiß auch gar nicht warum. So, guten Tag. Ich hoffe, die Hühner schlafen auch. Morgen müssen wir wegen Tierfutter gucken. Nicht, dass uns da was kaputt geht, ne? Ah, wir haben keine Rundhölzer, ne? Die bräuchten wir noch eben, ne? Was habe ich gesagt? 9 Stück. Ah, die Stöcker reichen wahrscheinlich auch nicht. Wie spät haben wir? Ah, wir haben noch Zeit. Alle Zeit der Welt hier. Ja, wenn er mit der Ausdauer so weitergeht, natürlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, schnell 2 Ahörner oder 3 Fichten klein gemacht. Ja. Ja, lieber 3 Fichten, ne? Ja, ja, lass ihn doch meckern. Mit seinem Hunger. Das lohnt er jetzt nicht mehr. So, die letzten Stöcker kriegen wir mit den Rundhölzern. So, hier haben wir doch direkt die Fichten, du. Die können doch weg. Ja. Hoffentlich hält unsere Axt das noch. Na, besser ist das. So. Die arbeiten ganz schön lange hier, du. Ich dachte, die arbeiten immer nur von 7 bis 6. Ja, sind halt gute Leute, ne? So, die 3 haben wir. So, und die auch nochmal. Dann haben wir unsere 9 Rundhölzer auch gleich zusammen. So. Dann haben wir auch die passenden Anzahl Stöcker hier. Jetzt sei mal ruhig hier, ey. Quäk mal nicht so rum. Ach so. War ja direkt vor der Haustür hier, ne? So, ein Rundholz. Hey. So, hier die Stöcker, die letzten. So. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste das genau passen, ne? Jawohl, Gänsehaus abgeschlossen. Ja, sehr fein. Da müssen wir uns um Gänse kümmern. Jo, die Schweine und so, Tiere, denen geht's eigentlich recht gut, ne? Ja. Jo. Okay, haben wir schon Dung erzeugt? Das kann ich auch nochmal nachgucken. Dung ist bestimmt nicht bei den Lebensmitteln, oder? Nee, da weiß ich aber auch nicht. Wer weiß das schon? So, jetzt gehen wir gleich schön schlafen. Hier, komm, gib mir mal eben ein gebratenes Fleisch, dass er mir nicht vom Fleisch fällt. Also... Hier ist kein Dung. Gebratenes Fleisch. So. Ja, das ist jetzt nicht ganz so verschwendet. Ich weiß. Das geht mir aber auf den Sack, dein Geknurre. Ich kriege ja selber Hunger bei. So, Haferkorn ist ein bisschen verbraucht worden. Sehr cool. Dann bin ich gespannt, was wir morgen kriegen. So.
Jetzt kann ich gerade nichts mehr tun, ne? Nee. Gänsehaus ist abgeschlossen. So, wir gehen schlafen. Chinigall. Wir wollen ins nächste Jahr. Wir wollen wissen, was wir an Steuern bezahlen müssen. Wir wollen wissen, wie viel Geld wir haben. So, passiert noch was? Jawohl. Ja, so. Hier, Münzen. 350. Wo sind sie denn? Meine Münzen. Wir haben bisher was Verdorbenes. 1600 mal eben hier zurückgelegt. Wenn wir jetzt schon hier sind, ne? Ach Mann, ist das blöd gemacht hier. Ja, danke. Genau so hatte ich es vor. Rüber heißt, wir haben 1949 und wir müssen bezahlen. Jornalie sagt 2410. Wann hatten wir jetzt? 1999, 2410. Sind noch 480 oder so, ne? Na, okay, die sind machbar. Das ist machbar. Das ist meine Frau nicht, aber die hat eine Quest. So, was sagt sie denn? Drei. Oh, wir müssen ein Geschenk kaufen. Oh, die Gebäude in der Siedlung verfallen. Unternimm etwas dagegen. Ja, dann machen wir doch heute endlich mal unsere Reparaturtour. So, du hast eine Aufgabe. Kann ich dir bei etwas helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Worum geht's? Ich versprach, ein paar Hosen für die Einheimischen zu entwerfen, aber mir entgingen die Materialien aus. Ich werde dich natürlich belohnen. Natürlich. So, was brauchen wir denn hier? Ich brauche Geld. Alte Lumpen. Kriegen wir 150 mal Münzen, 2 Leinenfaden, Strohhut. Oh, das lohnt sich. Brauchen 4 mal Flachs und 7 mal Leder. Ja, doch okay, ne? So, jetzt wollte ich aber mal eben gucken hier mit dem Hammer. So, Reparatur. Unsere Gebäude verfallen. Welche? Und wo? Ja, Unternehmen was dagegen. Würde ich ja gerne. Wenn mir einer sagen würde, wo hier was zerfällt. Aha. Aha. Was fehlt uns? Nix. 3 Stöcker. So, Haus Nummer 1 wieder heile. Da ist noch ein kaputtes Haus. Hier ist alles gut. Ja, hier ist alles gut. So, dann hier reparieren. Au, der braucht sogar ein Rundholz. Ei je. Dann schnappen wir uns auch noch mal ein paar Rundhölzer. Ja, falls mal, ne? Oh nein, jetzt ist die Bronzeaxt kaputt gegangen. Hab ich zufällig noch eine Steinaxt in der Hand? Natürlich nicht. Dann holen wir unsere Eisenaxt. Schwupp. Ja. Eisenaxt. Na gut, dass wir noch eine haben, ne? Nee. Hallo? So. Welche hatten wir denn jetzt angehauen? Die oder die? Die, ne? Ja, guck mal. Dann nehmen wir mal die 8 Rundhölzer. Noch ein paar Stöcker hier mitgenommen. Die sollte doch ein bisschen länger halten, oder? So. 4 Rundhölzer. Habe ich nicht mehr Birken kaputt gehauen? Ja. 3 Schläge nur noch mit der Eisenaxt. Sehr cool. Ein Schlag gespart. So. Damit wir. Hey. So, jetzt klappt es heute mal ganz gut, ne?
So, zwei. Ach so, ja. Zwei passt aber wohl, genau. Und dann gucken wir auf die Other Side. Da war er mit dem Rundholz. So, haben wir gemacht. Haben wir gemacht, Schätzelein. Unsere verfallenen Gebäude etwas repariert. So, hier ist nichts mit los. Da oben ist noch eins. Das sieht auch noch sauber aus. Und wo ist der dritte? Da. Da sieht aber auch noch alles gut aus, ne? Ja. Die Gebäude brauchen wir nicht machen. Unsere Gebäude verfallen. Zwei Stück, die ich mal reparieren konnte, ne? So, die Jägerhütte. Alles gut. Die Taverne. Gut. Das Ressourcenlager Nummer 2. Gut. So stark zerfallen ist unser Dorf noch gar nicht anscheinend, ne? So. Hier einmal durchgeschlendert. Hier war nämlich auch nichts kaputt. Die sind zu neu, um kaputt zu sein. Hier einmal entlang. Ha, nö. Dann nochmal bei der Scheune vorbeigeguckt und bei den Tiergehegen. Aber da gehe ich auch mal nicht von aus. Und wir müssen zum Grabungsschuppen runter, ne? Obwohl, den kann ich mir auch von hier aus angucken. Nö, hier sieht alles cool aus. Nee, da nicht. Da, Management, Grabungsschuppen. So, so weit, so gut reparieren, ne? Grabungsschuppen, war das hier jetzt wieder falsch? Nee, jetzt ist die? Oh, gibt's doch nicht. Wieso hat die keine Arbeiter mehr? War da eine Frau drin? Ja, wahrscheinlich, ne? Ah, Gänsehaus. Ja, da brauchen wir Tiere und einen Mitarbeiter. Das ist richtig. Ja. Es hört nicht auf hier. Es hört nicht auf hier. So, pack mal den Hammer beiseite. So, jetzt muss ich mal eben im Management nachgucken. Wer ist der jetzt schon wieder Mutter geworden hier? Ah, unsere Anglerei, ey. Immer mit die Anglers, ne? So, Leopolda ist neu dazugekommen. Wir haben keinen, die sind auch neu. Meine Güte. Drei neue Kinder. Ach, du ahnst es nicht. Wo fehlen denn jetzt dann überall Mitarbeiter? Amelia? Nee, da. Nee, hier. Wer hatte denn hier eine 3 noch? Und ist jetzt Mutter? Da? Nee. Das auch nicht, das auch nicht. Das sind die Kinder. Mutter, hier, das könnte sie sein. Bernadetta, ja. Oh, meine Frau jetzt wieder verfügbar? Nee. Ich dachte, die gehen nur 2 Jahre, verdammt. Meine Frau wäre jetzt aber auch nicht der Hit dafür, ne? Wiedebohr im Handwerk. Ah, jetzt hier brauche ich doch wieder einen, ne? Mann. Was sagt mein Scheunenknecht? Der wäre noch schlechter dafür. Ach, du ahnst es nicht. Ja, da muss ich einen Razzibor. Den habe ich gerade erst gewonnen, ne? Och, das ist doch alles Mist, ey. Fehlt denn sonst noch irgendwo ein Mitarbeiter? Ja, im Gänsehaus ist klar. Nee, nur hier. Ich brauche einen Fischer. Oh. Wir haben doch gar kein Haus mehr, verdammt. So, wir gucken mal eben, ob wir Flachs haben und was so sonst Neues dazugekommen ist. Meine Güte, jedes Jahr eine neue Überraschung hier, ne? So, wir brauchen noch knapp 500 Kohle. Ja, das ist noch machbar. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Ach Quatsch, hier wollte ich gucken. Was haben wir denn? Oh, guck mal, 3 Dung haben wir dazu gekriegt. Jawohl, Flachs haben wir nichts Neues gekriegt. Schade, dann muss ich auch noch 4 Flachs kaufen.
Leder haben wir ein bisschen dazu gekriegt. Mehl ist ein bisschen was dabei gekommen. Pelz ist einer dazu gekommen. Rundhölzer haben wir, Stein haben wir, Stock haben wir, Stroh haben wir. Weizen ist nichts. Zwiebelsamen sind rausgegangen. Wird denn jetzt nichts hier? Wird denn nichts gepflanzt hier? Oh Mann, ey. Haferkorn, Brennholz haben wir jetzt. Dung, ja, Mann. Ja, dann müssen wir erstmal Flachs kaufen gehen. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir an Geld kommen, ne? Warte mal, für wie viel kann man denn diese Dinger verkaufen? Jetzt mal ganz ehrlich. Diesen Haferbrei. Hier, Taverne. Taverne, Haferbrei. Ach nee, nicht Taverne 2. So weit sind wir noch lange nicht. Taverne, Haferbrei, Haferschleim. Ist der aus Roggenkorn? Bringt 25. Und der Brei auch. Und die Fleisch mit Soße brächte 30. Brei, Haferkorn, hölzerne Schale. Was habe ich denn gemacht hier? Taverne. Hier Produktion. Taverne reingeguckt. Brei habe ich gemacht, ne? Ja. Dann könnte ich mir noch mal gucken. Ja, ich habe nicht mehr so viel Roggenkorn, ne? Roggenkorn ist schon echt eine knappe Geschichte, ne? Noch. Das ist auch bald anders, aber im Moment halt noch nicht, ne? Weizenkorn, Dung, Haferkorn hätten wir noch 40, den brauchen wir aber für die Felder. Weizenkorn 1, das heißt, Weizen wurde gerade ausgesät, richtig? Ja. Okay. Das heißt, Möhren sind hier, Karotte, fast das ganze Feld voll. Aber die müssen halt jetzt erstmal wachsen, ne? Hier, das hier könnte jetzt mal eingesackt werden. Hier ist Weizen, das heißt, hier ist Roggen. Roggen erforderlich Sense. Oh, können die das nicht ernten, weil die keine Sense haben? Das kann sein, ne? Das kann sein. Wo kann ich denn die Sense bauen? Hier Landwirtschaft? Nee, Quatsch. Wenn dann hier, ne? Werkstatt 1. Schmiede 1 müsste ich mal kurz gucken. Ne, Schmiede 2 ist das, ne? Schmiede 1, Sense. Steinsichel reicht nicht, ne? Wo kann ich denn eine Sense bauen? Kann ich hier eine Sense bauen? Ne, eine Hacke kann ich bauen. Ab wann kann ich denn so eine blöde Sense bauen? Wo kann ich die bauen? Hier kann ich die nicht bauen. Wo kann ich denn die Sense bauen? Ach so, ja, muss ja nicht unbedingt da sein, kann ja auch hier sein, ne? Da nicht. Da, Tierfutter, Schweinestall, Gänsehaut. Nö. 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 Sense, Werkstatt? Nein. Taverne? Nein. Schmiede 1. Steinsichel. Steinsichel ist die einzige Sense, die ich habe. Näherei. Näherei bestimmt nicht. Werkstatt 2 kannst du auch keine. Schmiede 2. Bronzesichel? Da, Bronzesense. Näherei? Nee. Da muss es doch irgendwie eine Steinsense oder so geben in der Schmiede 1. Habe ich nur wieder übersehen oder so, ne? Nee, übersehe ich nicht. Hier gibt es einfach keine Sense. Ist doch scheiße.
Steinsichel, die gibt's ja. Eine Sichel ist aber keine Sense. Muss ich mir eine kaufen? Weil hier Sense, Bronzesense. Wo kann ich denn sonst eine bauen? Schmiede 3, Eisensense. Ich kann mir sonst keine Sense bauen? Vielleicht ja doch einfach so. Wo ist denn die Schmiederei hier? Geh doch mal da weg. Steinwerkzeuge, Sichel, nö. Holzwaffen, hölzerne Werkzeuge. Keine Sense. Puh. Wo kriegt denn jetzt so eine olle Sense her, verdammt? Ja, ich gehe mal gucken, wo ich so eine Sense herkriege und besorge dann restliche Geld. Heute war es eine ziemlich ruhige, entspannte Runde. Nur ein bisschen checken, was hier so geht. Nichts Besonderes. Ein bisschen repariert. Ja, war heute nicht so pralle. Aber ja, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Details, die halten halt auch alle auf. Na, da musst du hier ein bisschen Brennholz machen. Dann musst du hier gucken, wo du eine Sense kriegst. Musst du da gucken, dass du wieder neue Mitarbeiter kommst. Ach, ist alles schrecklich. Oh, guck mal, das Schwein. Das ist ja fast erwachsen. Ja, das gucken wir uns doch jetzt noch eben an. Ah, guck mal. Das ist eine Sau. Sau. Ja, moin. Hallöchen. So, und jetzt ist kaum ist es eine Sau, kommt sie auch mal raus und liegt nicht nur rum. Wo ist denn dein Kollege? Also dein anderes Schwein. Das ist noch ein kleines Ferkli, ne? Ja. Oh, ist noch niedlich. Hallo. Mederika. E. Was hast du dich denn? Ach so, Escape? Ne? Ach so, haben wir schon. Ja, da müssen wir noch Flachs besorgen, ne? Obwohl, hier ist doch Roggen, ne? Ja. Die baut doch ab hier, ist doch gut. Ja, da müsste die doch jetzt ein bisschen Roggenkorn weggebracht haben, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, da müssen wir da jetzt irgendwie Roggen gekriegt haben. Dann war meine Suche nach der Sense wahrscheinlich doch umsonst und die Steinsichel reicht. Ich weiß es nicht. Roggen, ja, yay, reicht, okay. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine Sense haben. Nee. Okay, ja, ich sag jetzt mal Tschüss für heute. Sonst komme ich gar nicht mehr zum Ende. So, und wenn euch die Runde hier heute gefallen hat, trotzdem nicht so viel los war, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch gerne. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis dahin einen wunderschönen Abend. Ciao.